Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wohin das alles geführt hat, dass ich jetzt hier stehe vor Ihnen, vor so vielen Leuten, die neugierig geworden sind, dass ich überhaupt mal überhaupt nur darüber nachdenke, etwas Politisches zu tun. Das war tatsächlich vor einigen Jahren, stand bei mir überhaupt nicht zur Debatte. Denn ich habe tatsächlich vor einigen Jahren noch ein relativ geregeltes Leben gehabt, einen relativ normalen Lebenslauf, wenn man das als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler sagen kann. Warum machen wir das alles? Ich fange, glaube ich, mal bei mir an. Ich möchte ganz gerne ein paar persönliche Sachen zu mir sagen, weil und von da ausgehend, ich denke, vieles, was ich erzählen kann, was mir widerfahren ist, was ich erlebt habe, was ich empfinde, wird vielen von Ihnen auch bekannt vorkommen. Und das soll uns einfach zeigen, dass es einen Grund gibt, warum wir jetzt hier stehen und warum wir diesen neuen Schritt wagen. Also ich bin wie gesagt Immunologe, das heißt, ich bin kein Mediziner, ich bin ein Naturwissenschaftler, ich habe klassisch Biologie studiert, ich bin mittlerweile ja über 50, habe zwei Kinder und arbeite mittlerweile als freier Journalist hauptsächlich. Aber ich habe vorher gut 20 Jahre in der immunologischen Forschung gearbeitet und mich hat das eigentlich auch von frühester Jugend an, hat mich Wissenschaft, vor allem die Naturwissenschaft, hat mich fasziniert, hat mich interessiert und für mich war es immer wichtig zu wissen, wie die Dinge wirklich sind. Und für mich war es immer wichtig, Fragen zu stellen. Ich habe von Anfang an immer wissen wollen, warum ist etwas so und habe es nicht einfach akzeptieren können. Deshalb war für mich eigentlich als junger Mensch die Entscheidung, an die Universität zu gehen, alternativlos. Das war für mich eigentlich von Anfang an ausgemacht, dass ich an die Universität gehe und irgendwas studiere, weil ich ja dachte, da kann ich was lernen und da kann ich immer mehr wissen über die Welt und verstehen, wie die Dinge zusammenhingen. Dass ich am Ende Biologie studiert habe, dass ich jetzt Diplombiologe bin, ist mehr oder weniger Zufall. Ich habe mich wirklich für viele Sachen interessiert. Ich habe auch mal Germanistik oder Psychologie studiert, Philosophie habe ich auch ziemlich lang studiert. Also ich habe einiges gemacht, aber am Ende wurde es ein Abschluss in Biologie und habe mich dann ziemlich schnell festgelegt auf Immunologie. Immunologie, weil ich es eigentlich besonders komplex fand, besonders verwirrend fand und ich den Eindruck habe, da kann ich die meisten Fragen stellen. Das hat also eigentlich ganz gut gepasst. Ich habe eine Doktorarbeit gemacht in Ulm damals und kurz danach hatte ich ein Stellenangebot hier in Heidelberg am Deutschen Krebsforschungszentrum, das war 2010. Und das war der Grund, warum ich damals als junger Vater, als frisch gebackener Vater dann nach Heidelberg gezogen bin. Und jetzt bin ich mittlerweile fast 14 Jahre hier in Heidelberg und Heidelberg ist auch meine Heimat. Ich hatte da eine Stelle am Krebsforschungsinstitut, habe also an Immunzellen und Krebsentwicklung geforscht und war da auch ziemlich lange, ja. Bis 2020 war ich da nicht mehr. 2020 war ich dann tatsächlich mittlerweile ein bisschen aufgestiegen. Da war ich dann akademischer Rat an der Universität Heidelberg. Gearbeitet habe ich an der Universitätsklinik in Mannheim. Das gehört ja auch zur Universität Heidelberg. Und ich hatte dort ein kleines Team, eine kleine Forschungsgruppe. Habe aber auch viel unterrichtet, habe Medizinstudenten unterrichtet. Habe Medizinstudenten, hauptsächlich Medizinstudenten, in Biochemie unterrichtet und natürlich ja, in Immunologie, weil das ja mein Spezialgebiet war. Und dann kam 2020, kam Corona. Und dann ist plötzlich meine gesamte Welt, Sie werden es verstehen, hat sich verändert. Die Welt und die Sicherheiten sind plötzlich verschwunden. An der Universität war Fragen stellen plötzlich nicht mehr gern gesehen. Und wenn ich mit Kollegen, Vorgesetzten der Unileitung diskutieren wollte über die Pandemie, dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass das sehr unangenehm werden kann und dass das auch meinen Kollegen sehr unangenehm werden konnte. Also wenn ich über Viren sprechen wollte, was ja unser Spezialgebiet war, Viren oder Inzidenzen oder PCR-Tests, PCRs haben wir ja ständig auch im Labor gemacht, wenn man also über solche Dinge gesprochen hat oder über Infektionssterblichkeiten, dann hat man gemerkt, das wollte eigentlich keiner. Da sind die Leute lieber aus dem Raum gegangen. Also Leute, die wirklich Fachleute waren. Ich war der Ansicht, dass man gerade, wenn man vom Fach ist, also wenn man Wissenschaftler ist oder Mediziner ist, dass man gerade über diese Themen jetzt sprechen muss, weil das ja die Themen sind, die uns alle eigentlich gerade direkt betreffen. Aber zu meiner Überraschung stand ich mit dieser Auffassung an der Universität plötzlich sehr schnell alleine da. Und es griff in meinem Kollegenkreis Angst um sich. Angst zum einen, Angst vor diesen Viren, die man nicht kannte, diese neuen Viren,
Aber es war auch noch mehr, es war auch noch eine andere Angst da. Es war eine Angst da, die Angst, Fragen zu stellen oder die Angst, etwas Falsches zu sagen oder die Angst, vielleicht, wenn man das Falsche sagt, nicht mehr dazuzugehören. Und offenbar hatten um mich herum viele Kollegen ein sehr viel feineres Gespür dafür, welche Fragen man nicht mehr stellen sollte oder worüber man nicht mehr diskutieren konnte. Ich hatte das Gespür nicht, ich habe weiterhin gefragt und wollte weiterhin diskutieren. Und natürlich waren wir an der Universitätsklinik in Mannheim auch betroffen von der Impfnachweispflicht. Ich war ziemlich schnell der einzige Ungeimpfte in meiner Abteilung. Ich glaube, ich war auch fast der einzige Ungeimpfte auf meinem Stockwerk. Ich habe gehört, so, man hörte das so gerüchteweise, ah, möglicherweise ist der Techniker da oder der könnte auch nicht geimpft sein und so. Aber ansonsten wurde rausgeschrien, nach Leibeskräften rausgeschrien, ich habe meinen Impftermin, ah, ich bin frisch geimpft. Musste man aber gar nicht sagen, weil die frisch Geimpften waren ja innerhalb von, die haben ja dann immer alle mal 2 bis 5 Tage gefehlt. Und das war ja vollkommen akzeptiert. Also man musste es nicht sagen. Und dass ich ungeimpft war, hat man vielleicht schon daran erkannt, dass ich nicht krank geworden bin, aber man hat es vor allem halt auch daran erkannt, dass es ja keinen Datenschutz mehr gab. Es war ja offen. Es war ja ganz klar. Also wir mussten es ja alle sagen. Und die Ungeimpften mussten ja natürlich auch ganz andere, ja, die haben plötzlich ganz anders gelebt an der Universität. Die haben unter ganz anderen Bedingungen gearbeitet. Ich war dann offiziell ein Radikaler. Ich war ein Corona-Leugner, der sich radikalisiert hat und jemand, der ausgegrenzt gehört. Und ausgegrenzt wurde ich und wurden wir alle, die kritische Fragen gestellt haben und uns nicht haben impfen lassen. Niemand wollte oder musste noch mit mir diskutieren und niemand wollte Fragen beantworten und ich habe trotzdem weiter Fragen gestellt. Ich wollte zum Beispiel wissen, warum meine ganzen frisch geimpften Kollegen reihenweise Corona bekamen. Ich wollte wissen, welchen Sinn diese Hygienemaßnahmen machen. Warum ungeimpfte Kollegen, die zum Beispiel nie mit Patienten in Kontakt kamen, sich täglich einem PCR-Test unterziehen mussten, während die geimpften Kollegen ungetestet von Patient zu Patient gehen konnten. Und natürlich wussten die Verantwortlichen an den Universitäten, das braucht mir keiner erzählen. Ich kenne die Leute, ich weiß, was die wissen und ich weiß, was die auch dozieren und woran sie forschen. Die wussten natürlich an der Universität, dass ihre durchgesetzten Anordnungen medizinisch keinerlei Sinn machen. Das wussten sie. Auf meine unzähligen Briefe und Mails an die Verantwortlichen an der Universität antworteten mir am Ende nur noch Juristen. Es ging nicht mehr um Gesundheit, es ging nicht mehr um logisches Denken. Es ging nur noch um Gehorsam. Es ging darum, keine Fragen mehr zu stellen. Im Sommer 2022 habe ich eingesehen, dass an der Universität daher kein Platz mehr für mich ist. Ich habe schweren Herzens meine Forschung aufgegeben, meine Lehre aufgegeben und um meine Entlassung gebeten und habe die Universität verlassen. Ich hatte inzwischen aber auch eine neue Herausforderung oder viele neue Herausforderungen gefunden. Ich habe zusammen mit Annette und Siamak die Initiative für Demokratie und Aufklärung gegründet. Als das Josefskrankenhaus in Heidelberg, und die waren wirklich Vorreiter, seine ungeimpften Mitarbeiter mit Rauswurf von Hausverboten drohte, haben wir uns zusammengetan, weil wir nicht mehr länger zusehen wollten. Wir haben mit wöchentlichen Demonstrationen begonnen, jeden Mittwoch von der Schwanenteichanlage durch die Weststadt oder die Altstadt. Und wir haben dabei viele, viele tolle Mitmenschen kennengelernt. Viele Bürger, auch aus Heidelberg, die anders dachten, als es offiziell gestattet war. Mit vielen, auch von euch hier, haben wir über ein Jahr gegen die Impfnachweispflicht und gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Dabei haben wir alle feststellen müssen, wie weit wir uns inzwischen von dem Ideal einer offenen Gesellschaft entfernt hatten. Nicht nur, wenn es um Corona-Themen ging, sondern auch bei vielen, vielen anderen Themen. Offene Diskussionen waren nicht mehr möglich. Denunziation, Diffamierung, Diskreditierung, Diskriminierungen sind in dieser Zeit zu einem festen Bestandteil unseres Zusammenlebens geworden. Mit IDA organisierten wir Demonstrationen, Mahnwachen, Aktionen in Heidelberg, aber auch in anderen Städten. Wenn man sowas in den letzten 3 Jahren gemacht hat,
dann wurde man von der Politik und den Medien entweder ignoriert oder beschimpft. Auch die Kommunalpolitiker in Heidelberg und die örtlichen Medien, wie zum Beispiel die Rhein-Neckar-Zeitung, waren dabei keine Ausnahme. Ich nehme an, es ist auch heute kein Vertreter der Rhein-Neckar-Zeitung hier. Und wenn, dann kann ich mir vorstellen, was morgen in der Zeitung steht. Woche für Woche sind wir mit Hunderten von Menschen, von denen sehr viele in Gesundheits- und Pflegeberufen gearbeitet haben, durch Heidelberg gezogen. Das waren Menschen, deren Berufung es war, anderen Menschen in Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen zu helfen. Alles, was diese Menschen wollten, war eine faire Behandlung. Eine respektvolle Behandlung und dass man ihnen zuhört. Aber sie wurden von den Medien, auch von der Rhein-Neckar-Zeitung und vielen anderen, ignoriert und immer wieder als Spinner oder als Rechte diffamiert. Wo Aufklärung draufsteht, ist Desinformation drin, titelte die RNZ letztes Jahr, als sie mal einen ihrer seltenen Berichte über uns druckte. Natürlich hat man damals auch nicht mit uns gesprochen oder sich inhaltlich mit unseren Positionen befasst. Mit IDA wollen wir Aufklärungsarbeit leisten. Wir wollen die Aufklärungsarbeit leisten, die eigentlich die Medien leisten müssten, aber es schon längst nicht mehr tun. Genau, vielen Dank. Wir haben auch vierbeinige Fans. Also, wir haben auch immer Hunde dabei gehabt, durften wir zwar nicht, aber wir hatten eine Sondergenehmigung. Vielleicht kann er sich an die Demonstration erinnern. Wir haben Informationsveranstaltungen organisiert und wir produzieren natürlich jede Menge Videos. Dank Annette, die sich autodidaktisch da so gut reingearbeitet hat, dass ich sagen muss, dass unsere Videos mittlerweile eigentlich schon eine ziemlich gute Qualität bekommen haben. Zum Beispiel gibt es jede Woche von uns die INA-Sprechstunde, in der ich mit Gunter Frank über wissenschaftliche Publikationen spreche, über medizinische Fragen, über politische, aktuelle Themen. Und wir haben auch von IDA aus immer weiter Fragen gestellt. Wir haben Kliniken angeschrieben, ich glaube, es waren über 90 Kliniken mittlerweile. Gesundheitsämter, Bürgermeister, Bundestagsabgeordnete, Gesundheitsminister und viele andere. Und natürlich haben wir niemals Antworten bekommen. Wir waren auch hier im Heidelberger Gemeinderat. Wir haben während der öffentlichen Fragestunden hin und wieder gefragt, wann kommt denn eigentlich die notwendige Überprüfung der Corona-Maßnahmen? Oder was tut der Gemeinderat eigentlich für die Opfer der Lockdowns oder diejenigen, die diskriminiert worden sind? Warum haben Mitglieder des Gemeinderates sich aktiv an der Ausgrenzung von Mitbürgern, an der Hetze gegen Andersdenkende beteiligt? Und auch vom Gemeinderat bekamen wir keine Antworten. Stattdessen wurden wir verhöhnt. Wir wurden beschimpft und Siamak wurde sogar das Mikrofon abgestellt. Da bin ich sehr stolz drauf. Dabei war er absolut nicht frech. Es waren einfach nur Fragen, die gestellt werden müssen. Diese Fragen müssen gestellt werden. Niemand will unsere Fragen beantworten. Egal ob in Unileitungen, ob in Gemeinderäten, Parlamenten, Ministerien oder der Regierung. Niemand antwortet. Denn sie müssten sich mit ihren Antworten höchstwahrscheinlich selbst belasten. Und die Verantwortlichen heute glauben, sie trügen überhaupt gar keine Verantwortung. Sie befolgen ja nur Anweisungen. Verantwortung wird heute generell nach oben durchgereicht, zur Landesregierung, zur Bundesregierung, an die EU und dann vielleicht am Ende sogar an die WHO. Und dort glaubt man sich natürlich auch nicht verantwortlich, denn man reagiere ja nur auf aktuelle neue Bedrohungen. Was eine Bedrohung sein soll und wie man darauf zu reagieren hat, wird immer wieder neu festgeschrieben und danach läuft alles automatisch nach den Regeln und keiner glaubt, er müsse persönlich für irgendetwas Verantwortung übernehmen. Mittlerweile ist aus unserer ganzen Politik nur noch eine Abwehr von Gefahren geworden, auf allen Ebenen. Diese Gefahren sind austauschbar: Pandemien, Klimaerwärmung, Rassismus und Rechtsextremismus, Queerfeindlichkeit, Putin, Russland und so weiter und so weiter. Im Abwehrkampf gegen diese Bedrohungen sind Fragen generell nicht mehr erlaubt. Wenn Sie Fragen stellen, sind Sie vielleicht ein Corona-Leugner oder ein Putin-Versteher oder ein Klimaleugner oder ein Rechter. Und damit wollen wir uns nicht abfinden.
Wer aufhört, Fragen zu beantworten, wer seine Kritiker beschimpft, statt sich inhaltlich mit ihnen auseinanderzusetzen, der handelt nicht mehr demokratisch. Und wer aufhört, den Verantwortlichen Fragen zu stellen, der ist kein mündiger Bürger mehr. Er wird zum Untertanen. Demokratie funktioniert nur mit mündigen Bürgern und mit Verantwortlichen in Politik und Institutionen, die sich ihrer Verantwortung wirklich bewusst sind. Und Demokratie findet nicht nur in den Landeshauptstädten, in Stuttgart oder in Berlin statt. Demokratie findet überall statt. Die findet auch hier in Heidelberg statt. Wir wollen in den Heidelberger Gemeinderat. Wir werden die Gemeinderäte und Bürgermeister an ihre Verantwortung erinnern. Und niemand wird uns das Mikrofon abstellen. Wir werden den Menschen, die kritisch denken und die noch Fragen haben, eine laute Stimme geben. Und wir wollen einen transparenten Gemeinderat. Wir werden dafür sorgen, dass alle Bürger in Heidelberg eine Chance bekommen, hinter die Kulissen der politischen Entscheidungen zu blicken. Und wir werden regelmäßig über alles berichten, was im Gemeinderat in Heidelberg tatsächlich passiert. Wir werden zeigen, dass eine offene und tolerante Gesellschaft nur funktioniert, wenn alle über alles reden dürfen. Und dass zu einer echten Demokratie auch alternative Positionen gehören. Und wir haben einige alternative Positionen. Wir wollen zum Beispiel keine Windparks, die die Umwelt zerstören. Wir wollen eine längst überfällige kritische Auseinandersetzung mit der Corona-Politik der letzten Jahre. Und wir wollen, dass statt Scheinproblemen endlich wieder die wirklichen Probleme in den Fokus gerückt werden. Wir werden uns einsetzen für die wirklich bedürftigen Menschen, für die Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen zu bezahlen haben, für Kinder, für Jugendliche, die immer noch an den Folgen von Lockdowns und Schulschließungen leiden. Und wir wollen wieder echte Vielfalt in unserer Gesellschaft. Vielfalt ist mehr als Herkunft oder Orientierung. Echte Vielfalt umfasst auch Unterschiede der Gedanken, Ideen und der Meinungen. Mit uns wird es im Heidelberger Gemeinderat definitiv mehr Vielfalt geben. Und es wird dort mehr Vernunft und weniger Ideologie geben. Und wenn Sie uns alle unterstützen, dann wird uns der Aufbruch zur Vernunft auch gelingen. Vielen Dank.